Warum zieht sie nicht die Notbremse? Warum verlässt sie nicht den Typen, der sie demütigt, schlägt? Muna kommt aus der ostdeutschen Provinz, ist gerade 18, als die Mauer fällt. Sie ist schön, selbstbewusst, begabt, beginnt ein Literaturstudium. Berlin, London, Basel. Die Welt steht ihr offen. Doch dann, mit Mitte 20, begegnet sie Magnus wieder, ihrer ersten großen Liebe. Der Beginn einer Amour-Fou. Wie schreiben über eine Frau, die mit offenen Augen in ihr Unglück rennt? Ich wollte natürlich eine ambivalente Figur schreiben. Und es war klar, dass ich so eine Figur nur aus der Ich-Perspektive erzählen kann, damit ich sie als nicht als Erzählerin über sie urteile. Und selbst so war es schwer, ihr all das zu verzeihen, was ich ihr angedichtet habe. Muna fasziniert und verstört. An der Uni in Wien forscht sie zu Autorinnen mit Migrationshintergrund, beginnt eine Promotion über Weiblichkeitskonstruktionen. Und dann gibt sie für Magnus immer wieder alles auf. Freundschaften, Karriere. Wenn Magnus zuschlägt, hat sie Verständnis. Identifiziert sich als Opfer mit dem Täter. Ich gebe zu, dass ich anfing, wie am Spieß zu schreien. Wenn jemand das mit mir gemacht hätte, hätte ich denjenigen wahrscheinlich auch von meiner Schwelle gestoßen und die Tür vor ihm zugeknallt. Und hätte derjenige nicht genug Körperkontrolle gehabt und wäre hingefallen und hätte dann auf dem Boden sitzend, schäumend gegen die Tür getreten, hätte ich dann auch die Tür aufgemacht und hätte demjenigen mit einem Gürtel eins übergebraten, damit er durch den Schock wenigstens für einen Augenblick mit der Toberei aufhört. Subtil erforscht Theresia Mora Abgründe in einer Beziehung und in ihrer Hauptfigur. Konfrontiert die LeserInnen und sich selbst mit den eigenen Vorurteilen. Schonungslos. Und dann habe ich auch gemerkt, dass ich selbst Opfer verurteile oder die sind ja selber schuld, denke, oder ich wäre nie so, denke. Und die Wahrheit ist, dass ich so wäre. Wenn die Situation geeignet wäre, wäre ich so. Keine einfachen Wahrheiten. In Muna oder die Hälfte des Lebens zeigt Theresia Mora, wie wenig wir über uns selbst wissen.